So, ein herzliches Willkommen zu LS22 auf der Haute Bellerot. Wir sind immer noch bei unserem Projekt Farmers Tagebuch, live aus dem Dienstagstream. Bei mir fährt gerade der Lenny wieder vorbei, der so ordentlich am ein... Wow! Lenny, ist das jetzt dein Ernst? Hey! Sag mal! Was ist mit dem los? Hey Manni, was ist mit dem los? Alles gut, alles gut. Nicht passiert. Der hat die voll auf der Seite getroffen, ey. Nicht passiert, alles gut, alles gut. Was ist mit dem los? Hallo? Bleib mal stehen hier. Ist alles gut, ist doch nichts passiert. Oh nö, gar nicht. Ich bin hinten auf dem Drescher drauf gefahren, fährst immer auf die Seite rein. Was ist mit dir los heute? Ja, der kann doch nicht ausweichen, der wird mal mit der Spur gefahren. Auf der Spur gefahren? Ich bin gestanden. Auf meiner Spur meine ich hier, der Money Mensch, da kann ich doch nichts für. Ja, und mir fährst du hinten auf dem Drescher drauf, was soll denn das? Ja, ich wollte mal anstupsen noch ein bisschen, Mensch. Ja, anstupsen? Ich von hinten weiß, bekommen. Weißt schon, dass die Dinger einen Haufen Geld kosten, ne? Ja, ich weiß. Eben. Wir sind auf dem Hof. Du fährst, wo du lang willst. Ja, aber nicht so, Mensch. Das kannst du nicht machen. Mensch, entspannt euch doch mal, Mensch. Das ist nicht so viel ja, passiert. Entspannt euch mal. Ist doch niemand verletzt worden, Mensch. Kann sein Freund hier. Ja, einen leichten Schaden haben wir jetzt schon. Ach, ja, den leichten Schaden. Ach, Gott sei Dank, ey. Wie schaut's denn mit deinem Wagen aus? Das weiß ich, scheiße. Also, der ist hier voll auf der Seite rein, und was ist denn mit dem heute los? Was nimmt denn der heute? Mein Gott, nee, ey. Ja, du, und zwar folgendes. Ich habe hier einen Maispflücker rumstehen. Und die sind eh saisonbedingt eh nicht so oft im Einsatz, die Dinger. Das Ding ist fast neu. Warte mal, ich schau mal kurz einmal nach, was das hier drauf hat. Das hat jetzt an 1,1 Stunden. Das Ding würde mich jetzt im Verkauf 88.875 bringen, wenn ich jetzt weghauen würde. Guckst du mal, kann ich dir das mal rüberfahren, dass du das mal durchguckst? Also, wie gesagt, das ist einmal hergenommen zum Testen und hab's dann eingelagert, weil ich dachte, ich brauche doch mehr mit Mais, aber da ich ja selbst kein Lohnunternehmer bin, dass es der Flo hinten hat, hätte ich gemeint gehabt, dass ich das Ding einmal rüberschaffe. Ja, sag ich ja, einmal hergenommen. Einmal, warte, weißt du, was wir machen? Wir fahren es jetzt mal raus, dann machen wir es mal auf. Guckst du das Ding einfach mal an. Schau, dass ich das ziemlich mittig treffe da. Ja, sieht gut aus. Mach nicht. Deckel oben wollte ich nicht aufmachen. So, dann packen wir es mal raus. Ah, sind schon drüber Dinger, die Dinger. Also, Breite haben die eine ordentliche. Weiß gar nicht, ob du so überhaupt in Deutschland fahren dürftest. So, Vorsicht, ich stelle mal an. Okay, da sagt er mal, aber jetzt muss ich erst den Korntank aufmachen. Dann werde ich das mal kurz tun. Dann. So, Obacht, ich mach's mal nach unten. Schalt's mal an, das Ding. Das ist die. Einmal frei, das Ding, aber ich hab's mal halt gekauft. Hä? Ja, guck doch. Aber wie gesagt, pass bitte auf, dass du reinkommst. Ja. Wo fahren wir wohl? Kann man ausmachen? Doch ziemlich lautes Teil.
Dann würde ich dieses mal rüberbringen, dann könntest du das mal in Export schicken. Nee, aber der könnte ein bisschen was vertragen. Oh, mit dem Schneidwerk vorne dran, da? Wird sehr knapp. Warte, warte, das scheißige Tank geht auf der Seite, gell, Junge? Oh, oh, läuft. Jo. Ah, klar. Also ich bin voll wieder. Ich bin wieder voll. Ja. Der hat schon. Das. Ja. Dann. Jo. Genau, wachs mal voraus, Fahrzeug, bitte. Doch ein bisschen überbreites Teil. Habe ich jetzt Funken? Habe ich jetzt die Blinker an? Ja, die blinkt wieder. Ja, jetzt. Ja, der hat die neumodischen LEDs da. Gell, schon? Da hat doch ein Reis, ein Riesenteil, ey. Ich weiß, hoffentlich kommt mir nicht dein Bruder entgegen, dass er mich reinschießt ins Fahrzeug, aber der sieht das doch. Ein Teil, wie gesagt, für mich ist es zu groß. Ich habe eigentlich keine Verwendung. Für Körnermais ja, aber wann mache ich schon mal Körnermais? Eben. Der kann aber auch mit dem Drescher Körnermais machen. Nee. Nee. Da habe ich das Schneidwerk damals geholt. Ja, ich weiß, aber trotzdem kann der mit normaler Ernte doch Dinge machen. Ja, deswegen. Aber das Ding ist. Auch die Servicefläche. Oh, mach mal. Halt, jetzt muss ich erstmal da hin. Bin mal unterwegs zu einem meiner Fabriken. Ja, hier, wo bist du? Ja. Jawohl, passt. Fahr ich mal rüber. Ich werde dann mal noch das Gruppen anfangen. Komm her, da ist bestimmt irgend so ein Vordruck da, oder? Wo bist denn du? Komm mal vorher, da hast du bestimmt einen Vordruck da, warte ich mal ein Stück eins. Ich mag das immer nicht per Mail jetzt. Komm ja mal ins Büro vor, oder? Ja. Genau. Ach, da können wir uns. Genau, bei den Kopflügeln so haben wir früher auch gemacht. Immer da drauf gesessen. Und deswegen habe ich ja zu lange darf ich nicht sitzen. Ich habe nämlich die schönen Herrenprobleme und das mit 38. Stell dir mal das vor. Also, komm, gib mal her den Wisch hier. Jo. Okay, zack, zack, zack. Bitteschön. Jawohl. Ab in den Export damit. Also, mir liegt es im Weg. Das Geld kann ich gut gebrauchen. Tja. Mhm. Genau. Ja, das wird schon jemand brauchen können. Das ist dann Dings drin. Hey, was hast denn du da Schönes? Ein Teleskoplader auch noch?
Ach cool, nicht schlecht. Ja, so einen E-Stapler haben wir auch drüben. Genau denselben, glaube ich, den Bund Heinrich. Hey, guck mal, der zittert. Ich liebe absolut Glas. Also bei mir darf es nur Glas sein. Von solchen Sachen. Teleskoplader, Radlader. Irgendwer versucht Stoff zu verkaufen. Stoff wird hier nicht angenommen, Leute. Gut, also, nee, dann fahren wir mal rüber. Hilft nicht. Jo, dir auch. Bis später dann nochmal. Ah, ich fahre jetzt hier einfach mal schnell. Gerade über die Straße, aber gucken, dass keiner kommt, ey. So abgeerntet. Das andere ist noch nicht reif. Ich versuche aber keinen Stoff zu verkaufen, sondern ich muss dann zu meinem LKW transportieren. Denn meine Produktion, die haben mal richtig reingehauen. Ja, die haben recht. Ach, hast du die Baumwolle da hingebracht, oder wie? Ich habe ja damals einmal Baumwolle abgeerntet und habe die Baumwolle dann da hochgekacht. Ach, geil. Ach, krass. Jetzt bin ich quasi Stoff. Ja. Davon lade ich jetzt gerade Stoff auf und versuche den dann zu verkaufen. Ach, Alter, komm mal ja nicht zum Nahen mit dem Ding. Oh Mensch. So, da muss ich mal rüber schauen zum Klaus hier, was los ist. Zum Lenny Klaus. So. Hast du mittlerweile wieder ausgesponnen? Geht's wieder, ja? Ja. Sag mal, was ist denn los gewesen vorhin? Bist du geschwommelt worden oder was? Ist dir zu heiß? Ja, echt heiß. Ja. Mach dir halt die Klimaanlage drinnen an. Für was hast du denn drinnen? Hast du eh 1050er? Ich glaub, die ist kaputt, du. Die bläst immer so gut. Ja, da muss man einen Bruder drüber schauen lassen. Also, da, der war bläst letztens. Da bläst ja meine Ex besser. Also, der war letztens, aber erst bei der Inspektion der 1050er. Hm, ich weiß auch nicht, du. Das bläst nicht richtig drin. Ja, dann musst du. Komisch. Wie schon gesagt, da bläst man der Ex besser als das Ding hier. Krass. Ja. Toll. Ich glaube, Manni, da musst du nochmal nachschauen. Übrigens, ich hab ja aber kein Glasteleskop, leider. Ich habe mir versehentlich einen Manitou hingestellt, aber der ist genauso gut. Für die kleinen Sachen. Geht das schon. So, ich muss mich mal um die Pferde kümmern. Das hilft nicht. Ja, es geht der Manitou auch für die kleinen Sachen hier. Da geht es überhaupt mal den Hühnern, da muss ich auch mal reingucken. Nö, du, wir haben alles, also ich habe alles so ziemlich am Hof generiert. Muss mal nachgucken, wenn du mal wieder da bist. So. Ja, guckst du mal, ich bin. Wenn du da bist, sagst du, ich bin gerade mal bei den Hühnchen hinten drin. Beziehungsweise ich guck mal nach vorne durch, alles, ob alles aber passt. Aber nicht, dass du wieder den armen Hühnchen Angst machst mit den Worten, morgen seid ihr Chicken Wings. Das bist du, der wo den Angst macht. Nee, ich mach meinen 360 Hühnern keine Angst. Legen ja fleißig. Warum sollte ich deinen Hühnchen Angst machen? Außerdem hat's doch geholfen, wie du siehst. Du hast doch mal ein paar Eier. Die haben noch mal ein paar Dutzend Eier gelegt. Nehmen wir den Hänger mal ab. Martin. Ja. Hat doch geklappt. Du bist auch so Chicken Wing, du. Ja. Also, nee. Die Leute von heute. Leute, Chicken Wings sind geil. Ja, jetzt muss ich mal gucken. Braucht man Nahrung, Stroh? Nee, haben wir. Oder isst du Kalbfleisch? Ja, aber nicht von den eigenen Hühnern, muss ich da ganz ehrlich sagen. Ach, so, wofür sind die da?
Ich wollte nicht kaufen, ich wollte hier in der App nachgucken. Mensch. Immer das Gleiche. Was sind denn die Tiere? So, Reproduktion 0, warum? Effektivität. Getreide 100%. Hams. Eier 131 Stück. Aber warum Reproduktion? Ah, ich glaube, ich weiß. A das und B bräuchten hier einen Hahn. Oh, mein Blackie hat Geschlechtsreife 13%. Da guck an, der ist auch noch nicht alt. Ja, guck, weil er 3 Monate ist. Ja, der hat Bock. Der hat richtig Bock. Servus, du, ich war gerade in der App ein bisschen beschäftigt hier drin. Moment, ich schau gleich mal. Ich muss jetzt gerade mal schnell mal kurz hier reingucken. Ey, übrigens, komm mal rein. Ich zeig dir mal die Pferde ein bisschen. Machen wir mal zu. So, also das ist jetzt der Blackie hier drinnen. Der ist meiner. Das ist mein Pferd. Und draußen ist der kleine Onkel, der gehört der Freundin. Der läuft auch immer hier rum. Letztens hat der Blackie mal ziemlich randaliert. Da warst du nicht da. Ah, hör mir auf. Klaus, wenn du hier vorne mal vorbeikommst bei den Pferden, halt mal kurz an, ich muss mal kurz quatschen mit dir. Hey, Klaus, komm mal her. Weißt du, was der Blackie letztes Mal angestellt hat? Ach, übrigens, das weißt du noch gar nicht, wir haben jetzt Pferde. Klaus. Hallo? Ah, oh, Junge, oh, dieser Zaun, der hat mir ein bisschen die Stimme verschlagen, du. Da ist ja ein bisschen Strom drauf, du. Aua, aua, aua. Warum hast du denn auch einen Zaun? Da ist kein Strom drauf. Gestrumpf. Da bist du wahrscheinlich elektrisch so geladen. Guck dir mal an, was du für lange Hosen an hast. Ja, ja. Nee, auf alle Fälle, da vorne stand doch die kleine Halle, wo die ganzen Honig und Klumpen Zeugs drin war. Jawohl. Und ich habe mir gedacht, machst die kleine Halle weg und machst dann das mal demnächst weg alles. Was macht der Blackie? Bricht aus und randaliert da vorne und hat alles durcheinander geschmissen. Oh Mann. Ei, Pferd. Ja, ist gut, der aber. Der Blackie überhaupt? Der Blackie ist meiner. Ah, okay. Und der kleine Onkel ist der von der Freundin. Erzogen, ne? Hast du den falsch erzogen, ne? Ja, wir haben schon wieder trainiert in der Zwischenzeit. So ist es nicht. Wir haben schon wieder ein bisschen trainiert. Auf alle Fälle war's aber das für die YouTube-Leute erstmal für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen und schaut beim nächsten Mal wieder vorbei. Das Liken eventuell nicht vergessen. Und bis demnächst. Tschüss und ciao. Ja.